hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Im Augenblick unterwegs beim Arts and Craft Festival bei den Meisel and Friends in Bayreuth. Und ja, wie könnte man den Tag besser beginnen als mit einer fränkischen Brauerei? Da suchen wir uns mal gleich die kleinste aus. Der David ist da, servus. Servus, aber dir, schön dich zu sehen. Du, David, kleinste Brauerei Frankens, wie groß bist du eigentlich? Wir machen 180 Liter pro Sud. Wir brauchen gerade eine neue Anlage, eine 10 Hektoliter Anlage aus Milchtanks. Ende des Jahres ist dann die Eröffnung und dann sind wir nicht mehr die kleinste Brauerei, sondern die kleinste und geilste Brauerei Frankens. David, wenn man sich deine Biere anschaut, das ist ja total schwierig, dort irgendwie so eine gerade Linie zu finden. Du machst die verrücktesten Dinge. Mir hast du einen riesen Gefallen getan. Ich glaube, das war vor anderthalb Jahren, als du mit Günther Tömmes zusammen das Burton Ale nochmal gebraut hast. Gurkengose, dafür kennt man dich auch. Was ist denn so deine Idee hinter der Brauerei? Machst du das, worauf du Bock hast? Oder lässt du dich von außen inspirieren? Hast du Leute, die zu dir kommen, mit dir Biere brauen wollen? Na, erstmal braucht man als Franke natürlich ein Bier, was schmeckt und wo man halt ein paar mehr trinken kann. Also deswegen Opas Liebling. Wir haben so eine Standard-Range, wo halt einfach unkompliziert süffig ist. Und dann haben wir halt die extreme, krasse Scheiße auf Deutsch gesagt. Also, sprich vom Triffel Ale, zum Gurkenbier. Jetzt das Burton Ale war auch ziemlich interessant. Jetzt haben wir einen eigenen Gin. Jetzt bringen wir im Mai noch ein eigenes Tonic raus, einen Hopfen-Tonic. Und vor Weihnachten kommen dann noch fast gereifte Gins. Also es macht ein wenig aller Spaß. Gurkengose. Wie bist du auf die Idee damals gekommen? Der Gurkenbauer meines Vertrauens ist auf mich zugekommen an meinem Weihnachtsmarkt und hat gemeint, ich habe von dir gehört und alles drum und dran in der Zeitung gelesen und es gibt alles mit Gurke, aber kein Bier. Okay. Und das will er ändern. Und dann ist so die Idee entstanden und dann haben wir im Endeffekt mal Versuche gefahren und dann wurden wir aus Bayern verbannt, weil wir die Gurkengose... Da gab es richtig Ärger, ne? Ja, richtig Ärger. Also, das war gar nicht so lustig. Also, für ein kleines Unternehmen wie uns macht das echt keinen Spaß, wenn man da ein paar Tausende Laborgebühren und bla 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 zahlen muss. Dann sind wir nach Tschechien geflüchtet, haben es reimportiert und jetzt steht wieder Bier auf dem Etikett, wie es sein muss. Also ihr in Österreich habt ja das Problem zum Glück nicht. Ja, wir hatten ja mal die Kammer Bavaria, die ihr Milchstout in Österreich gebraut hat und es dann reimportiert hat, weil es in Bayern nicht ging. Also außerhalb von Bayern, bestes Beispiel, unser Trüffelbier ist in Köln gebraut worden, oder besser gesagt beim Vorort, beim Vormann. Und ja, das Verrückte ist, Sondergenehmigung, zack, klappt, Bayern, den hier, Arschlecken, nix. Jetzt hast du ja eine neue Geschichte am Start. Du hast was mit Jägermeister zusammen gemacht. Das erste Jägermeisterbier. Ja. Ich kann mich erinnern, während meinem Studium musste ich mal auf eine Veranstaltung, wo Jägermeister-Cocktails ausgeschenkt wurden. Das war so ziemlich das Grauslichste nach Rattengift, was man trinken kann. Ich bin mir ziemlich sicher, bei dir ist es beim Bier anders. Was hast du da gemacht? Das Spannende ist, die Geschichte ist jetzt auch schon ein Jahr alt, also gar nicht so okay. Vollkommen aktuell. Aber wir haben Jägermeister, der beste Barkeeper Deutschlands, hat im Endeffekt unser Bier im Sortiment. Jägermeister ist zu ihm gekommen und hat gemeint, hey, was müssen wir tun, dass wir bei dir ausgeschenkt werden? Dann hat er gesagt, macht's ein Bier. Dann hat er gesagt, ja, wer soll denn so verrückt sein, dass er mit uns ein Bier braut? Dann hat er meine Visitenkarte gezeigt, wenn's der denn macht, macht's eh keiner. So. Und dann haben wir eineinhalb Jahre Entwicklung hinter uns gehabt, haben dann 12 Sude gemacht für Jägermeister, für die Belegschaften und alles drum und dran. Und dann ist irgendwann unser Jägermeister-Bock entstanden. Und mittlerweile auf eBay die Flasche, glaube ich, 50 Euro gerade, also vollkommen abgespaced. Gibt nur 1000 Flaschen. Und jetzt haben wir endlich den neuen Sud, jetzt haben wir die Genehmigung, dass wir den dritten Sud machen und dann läuft es noch schöner. Morgen habe ich am Kanal den Opa Franz. Schön. Erklär nochmal vielleicht, Opa Franz, den gibt es wirklich. Oh, den Opa gibt es hier, das ist mein Holz. Ja. Ich habe meine Holzköpfe von meiner Familie immer dabei. Wenn das der Opa hört, der Holzkopf, das ist super. Ich habe einmal den Opa Franz dabei und einmal die Mutti. Der Opa ist im Endeffekt unser Brot- und Butterbier. Das war das erste Bier, was ich gebraut habe. Und das hat damals natürlich der Familienclan, das oberste Haupt, der Opa, probieren war müssen. Das dann so mit? Ganz genau, das hat dann passt. Ja. Okay. Ja, ausbaufähig, sagen wir es mal so, der erste Sud gewesen. Und dann hat sich das weiterentwickelt und deswegen heißt unser Opa Opas Liebling und ist nach dem Opa benannt. Und das, den gibt es auch, das bin ich im Endeffekt den Alt. Ja, ich schaue mir das nachher nochmal genau an, aber so ein bisschen, Brille fehlt ja noch, aber ja, dann ist es soweit. Noch alles Stück für Stück. Aber Opa trinkt das auch noch gerne und... Ja, läuft. Der hat immer einen Kasten im Keller, also der Haustrunk und dann läuft das. David, ich habe nur ein Problem jetzt. Ich habe eine Hand frei, aber kein Glas mit Bier. Das müssen wir jetzt irgendwie hinbekommen. Opas Liebling, oder? Ich würde sagen... Ihr seht den Opas Liebling dann morgen hier am Kanal. Ich kann euch schon versprechen, ist ein super Bier. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal vom Fass und sag David, lass dir schmecken. Danke jetzt und kein Problem. Euch Prost!